Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war ich stehen geblieben? Wo wollte ich eigentlich hin? Anwesend des Wendels. Ich glaube, ich wollte irgendwo hinten irgendwo lang. Da haben wir wieder Karthunde. Da unten hatten wir auch Oh, da hinten wird ein Droide von Karthunden angegriffen. Gehen wir doch mal dahin. Wo ist mein Begleiter? Da ist mein Begleiter. Du machst mal hier ein paar Dings und du baust mal den ein. Ja, ist auf meiner Seite. Wir haben den Druiden gefunden. Glaub ich. Was? Warum? Warum laufen die jetzt dahin? Spring doch! Du bist ein Jedi, spring! Na komm, hau drauf. Das ist mal schön, ja. Ihre Macht ausgeleert, also ihr Mana. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch noch diese Gruppe einfach mal umgebracht. Warum auch immer, hingeht zusammen? Wer weiß. Hallo, C842. Danke, dass Sie mich gerettet haben, Meister Jedi. Ich bin C842, ein persönlicher Assistenzdroide. Persönlicher Assistenzdroide? Wie gesagt, ich bin C842, ein persönlicher Assistenzdroide. Allerdings scheint meine Hilfe in den letzten Wochen unproportional erwünscht zu sein. Du bist der Druide von Elisa, habe ich recht. Hat sie sie geschickt, um mich zu finden? Bitte sagen Sie ihr nicht, dass Sie mich gefunden haben. Du läufst von ihr davon? Ja, aber ich habe meine Gründe. Meine Besitzerin hat mich etwas zu sehr in ihr Herz geschlossen. Sie war von mir besessen. Sie hat mich wie ihren verstorbenen Ehemann behandelt. Das war nicht gut für sie. Die ganze Zeit? Fragen Sie mich nicht. Okay, dann nicht. Sie ist besessen. Sie meidet andere Leute und hält mich für ihren Ehemann. Sie hat sich immer mehr zurückgezogen. Ich musste sie verlassen. Vielleicht lernt sie jetzt jemanden kennen. Aus diesem Grund kam ich hierher, um diese Karthunde zu suchen. Okay. Du wünschst dir so sehr, von ihr wegzukommen? Ich wollte keine Rolle mehr in ihrem Leben spielen. Sie muss andere Menschen kennenlernen. Lebewesen, bitte. Könnten Sie mich zerstören? Tatsächlich ist es so, dass man hier gut dunkle und helle Seite bekommen kann. Wir werden ihn zerstören. Gut, ich werde dich zerstören und erklären, warum du es getan hast. Vielen Dank, gütiger Herr. Das werde ich Ihnen nie vergessen. So, er ist wieder voller Leben. Das hat er gerade nicht. Das ist toll. So. Einmal das Schwert durchgezogen. Fertig. So, jetzt können wir zu Elise zurückgehen. Das möchte ich aber gar nicht, weil ich bin tatsächlich wegen dieser Höhle hergekommen. Wegen dieser Höhle, wegen dieser Kristallgrotte. Denn in dieser befinden sich Lichtschwertkristalle und sie ist unglaublich dunkel. Ach du Schande, Moment. Um Himmels Willen. Es ist nicht viel besser. Also ich sehe was, ihr aber nicht. Das sieht schon besser aus. So, jetzt habt ihr es ungefähr so dunkel, wie ich es gerade hatte. Wow. Hallo, ihr Kinrads. Das sind unsere neuen Standardgegner in dieser Höhle, Kinrads. Es gibt sie in mehreren Ausführungen, soweit ich weiß, sind sie auch noch giftig. Oder waren ja bloß Giftminen drin? Irgendwas war. Ich weiß auch nicht, es gibt eine Kinrad-Königin, ich weiß aber nicht, ob sie im ersten oder im zweiten Teil vorkommt.
Ah doch, sie sind giftig. Okay. Er hat es gerade gesehen, sie hat gerade kurz grün aufgeleuchtet, das heißt, es hat mir versucht, Gift zu wirken. Oh, sie sind sogar vergiftet, alle. Außer ich. Jetzt sind alle vergiftet, sehr schön. Nein! Ich hätte es erst leer nehmen sollen. Antidot, Antidot, Antidot. So. War die Kristallgrotte im ersten Teil nur so klein? Wow. Da waren noch ein paar Kinnrad-Eier kaputt. In diesem finden sich nämlich Kristalle. Hallo? Geh da hin, mach's kaputt. Du findest. Ja, man sieht's hier, du kriegst den Rest des Eis ein Kristall. Dann haben wir hier eine Kristallformation. Bitte, ja. Mission, du stehst im Weg. So, hier haben wir ein Laserschwertkristall. Oh, Überreste. Wer liegt denn hier? Dura-Stahl-Regierung und Reaktionsimplantat. Oh, schön. So, ein Kristall. Noch ein Kristall. Objekt erhalten. Was steht da? Diese zerbrechlichen Eier könnten leicht zerstört werden und mit ihnen das unschuldige Leben darin. Ach, weg damit, weg damit. Scheiß giftige, gefährliche Viecher. Das ist das Interessante. Normalerweise musste man da sagen, ha, du kleine Punkt, wie ist zerstörte Ei, weil du da unschuldiges Leben zerstört hast. Nix. Es gibt nicht einen einzigen dunklen Punkt hier mehr. Noch ein Lichtschwertkristall. Hä? Noch einer? Hallo, mach kaputt. Mach kaputt, was mich kaputt macht. So, haben wir hier Kristall. Gab's nicht irgendwo einen besonderen Kristall? Ich überlege gerade. Hier wäre so gewesen. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn bekommen? Zeigen wir mal die neuen an. Wir haben einen blauen, wir haben den Bonder-Kristall. Steht nicht dabei, was er tut, okay. Einen gelben Lichtschwertkristall, einen grünen Lichtschwertkristall. Wir haben jede Menge rote Lichtschwertkristalle. Damit haben wir einen roten aussehenden Lichtschwert. Was wir aber nur Sis haben. Hier haben wir einen Rubat. Irgendwie stehen hier die Werte von den Kristallen nicht dabei. Warum? Ich protestiere. So, wir haben alles. Okay, dann können wir die Kristalle tatsächlich wieder verlassen. Ich habe die irgendwie größere Erinnerung. Fehlt hier was? Oder habe ich gerade eine andere Höhle im Kopf? Hm. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt machen wir wieder. Jetzt dürfte es wieder für euch viel zu hell sein. Viel zu hell. Lassen wir es so. So, mir brennen sich zwar gerade die Augen weg wegen der Helligkeit, aber wegen was habt ihr dann? Ja, Blick, hoffe ich. Warum heilt sie jetzt? Ich bin doch. Ich hab doch voll halbes Leben. Okay. Wohin jetzt? Hey, Bastila! Was? Hast du die Macht schon mal zum Spaß eingesetzt?
Du weißt schon, um jemanden ordentlich in den Arsch zu treten. Ich würde die Macht niemals missbrauchen, um mich an jemandem zu rächen. Allein der Gedanke ist lächerlich. Ach, komm schon. Sicher hast du auch schon mal drüber nachgedacht. Sei nicht so eingebildet. Mir kannst du's ruhig sagen. Ich bin nicht eingebildet, sondern weise genug zu erkennen, wie kindisch es wäre, die Macht zu missbrauchen. Kindisch? Soll das eine Anspielung sein? Du bist kaum älter als ich und tust so, als hättest du die Macht erfunden. Nur weil du eine Jedi bist, heißt das noch lange nicht, dass du... Was zum... Hey, das war nicht witzig! Ich weiß nicht, wovon ihr spricht, Mission. Los, jetzt gehen wir. Und bitte seid in Zukunft nicht wieder so tollpatschig. Es gibt übrigens nur einen Grund, warum ich Mission überhaupt in der Gruppe habe. Es ist die Nebenquest wegen ihrem Bruder. Die gibt nämlich am Ende einen ganzen Haufen XP. Ansonsten ist sie eine kleine, verzogene Drecksgöre, die mit jedem Streit anfängt. Weil sie absolut nicht weiß, was mit ihren Worten anfangen soll. Ich mag sie nicht. Absolut nicht. Gehölz. Hi, Sherrock. Das Geile ist, diesen Kampf können wir nicht von weitem beginnen. Wir müssen ranlaufen. Ah, ihr seid es also. Ihr habt euch eingemischt. Ihr habt uns eine Menge Ärger gemacht, Jedi. Ich werde euren Kopf zu den anderen Köpfen von Jedi stellen, die ich ausgelöscht habe. Ein weiteres Laserschwert für meine Trophäen. Jetzt werdet ihr sehen, warum wir Mandalorianer gefürchtet sind. Oh, er ist fertig mit Reden? Mein Gott, der schläft ja fast ein beim Sprechen. Ich muss mal gerade das Spiel speichern. Sherrock. Wie machen wir das? Du springst dem ins Gesicht und haust ein paar Krits rein. Du wirfst da hinten zwei Betäubungsgranaten hin. Ja. Und du springst ebenfalls wie man Haus hier ein bisschen unten rein. Hä? Warum ist der Hauptcharakter tot? Moment. Laden. Was habe ich gerade voll vergessen? Laden. Da ist gerade irgendwas furchtbar schief gelaufen. Ich brauche Energieschild. Und Stärke-Enhancer. So, du hast mal gerade Machtschild. Rittertapferkeit und Energiewiderstand. Du hast da hinten eine Granate. Und aus dem dann ein bisschen Scharfschütze rein. Also was mal so. Wow! Das ist verbessert das Medikit. Der stirbt trotzdem. Wow, was? Warten wir mal. Nee, das ist 933. Das ist Quark. Wow, der hat bei dem letzten, letzten Durchlauf hat er, das ist ja super. Ja? Ist Schaden? Ja? Dank.
Nein, Angriff abbrechen, betäuben, betäuben, betäuben. Oh, Mission ist gerade umgefallen. Der ist immun gegen Betäubungsangriffe. Ist das euer Ernst? Hab so das Gefühl, das war ein Fehler. Erstmal weglaufen. Oh, hi Sherrock. Muss ich ruhig nach. Kuppel liegt gefallen. Nö, der kommt mir jetzt nach. Bis zum bitteren Ende. Schön. Ja. Seine Kameraden einsammeln, bevor du weiterreist. Schön. Au. Jetzt habe ich zwei Gegner hinter mir. Und jetzt bringt er mich um. Jupp. Mission ist tot. Jerry ist immer noch hinter mir. Ah, nein. Das beginnt schon wieder furchtbar. Wir haben niemanden umgebracht. Oh, das geht, wenn alle tot sind, dann kann man einfach rauslaufen. Man kann bloß nicht verlassen, wenn einer von denen noch lebt und weit weg steht. Aha. Aha, aha. Hier bin ich. Ja, ja, du bist da. Heile uns alle. So, machen wir es also Sherrock mit Hit-and-Run-Taktik, ja? Das ist eine großartige Idee. Ja. Oh Gott. So, speichern. Und schauen wir, was passiert, wenn wir zurückgehen. Wahrscheinlich stehen jetzt alle wieder. Bei meinem Glück ist dem so. Oh, der Kraton ist auch wieder da. Mission ist tot? Okay. Autsch, 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 autsch. So, jetzt haben wir bloß noch Sherrock vor der Tür zu stehen. Das heißt, erstmal hochheim, bevor wir speichern. Was kann ich tun? Jetzt speichern. Der Kerl ist ja eh immun gegen Machtangriffe. Was? Oh. Ich komme schon zurück. Ihr kommt mit.
Na komm schon. Wunderbar. Was? Objekte verloren? Ach, wahrscheinlich die Datapads. Wahrscheinlich die Datapads. Eieiei, Überreste. Der hat nämlich Lichtschwerter dabei. Sonst hätte ich das alles nicht gemacht. Das ist auch von früher, ne? Genau, die hatten wir schon mal. Mission, Daktana. Rucksack. Okay. Eieiei. Dafür haben wir jetzt ein weiteres Lichtschwert. Was nehmen wir denn? Die haben aber Scheißwerte. Gut, bei sind beide Energie. 6 bis 15. 5 bis 19. Wir können sie noch weiter ausbauen. Jo, dann gehe ich jetzt mal zurück zu Ebonhawk. Erstens auffallen, zweitens Lichtschwert umbauen. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Denn wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Falls ja, sehen wir uns ja garantiert morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.